So, das war's. From the beginning. Ja. Für mich war 2023 ein ganz tolles Jahr. Irgendwie ging es wieder so richtig ab nach unserer Durchstrecke, die wir alle hatten in der Kunstszene. Also es hat wirklich wieder Spaß gemacht, verschiedene Länder zu bereisen, frei zu tanzen. Wir befinden uns in einer sehr, sehr unruhigen Zeit. Also ich bin natürlich nicht sehr zuversichtlich, aber als Künstler lebt man natürlich mit der Musik weiter und möchte man trotzdem mit der Musik neue Türen öffnen für die Hoffnung. Wir haben ein Stück zurückgebracht, Spuren von John Krenko, eine Hommage an die Überlebenden eines Terrorregimes. Also es geht um, was nach dem Zweiten Weltkrieg geschehen ist und um eine Frau, die sehr Schlimmes erlebt hat und um wie sie das verarbeitet und wie sehr das noch in der Gesellschaft verhaftet ist. Wenn man das jetzt sieht, das ist immer noch top aktuell, das Thema und wie uns das alle beschäftigt. Und dadurch, dass wir keine Worte benutzen, können wir, glaube ich, viel mehr die Grenzen irgendwie so fließender machen und können sehr viel auch verbinden. Tanz hat ja nicht nur was mit Schönheit und Anmut zu tun, sondern ich finde, es ist wichtig, dass wir können Empathien wecken und wir können vielleicht auch die Leute für mehr Toleranz und Freiheit bewegen. Für mich war Musik immer so eine besondere Sprache. Man kann damit alles Mögliche ausdrücken, zum Beispiel auch Protest. Ich habe das Requiem für die Ukraine zum ersten Mal gespielt, als ich mit Valeri Gergiev auf der Bühne stand. Ich habe das als Zugabe gespielt, 2014 damals. War natürlich mein Weg, auch in dem Moment ihm zu sagen, dass ich nicht damit einverstanden bin, dass er einfach so eine Nähe zu jemandem wie Putin pflegt und dann gleichzeitig aber in Europa und in Amerika seine Karriere macht. Das ist dann auch etwas, wo wir ganz klar sagen sollten, was ist für uns wichtig. Das, wofür unsere europäische Gesellschaft viele Jahre gekämpft hat und geschafft hat, oder lassen wir alles durchgehen, nur damit wir dann große Veranstaltungen zum Beispiel stattfinden lassen. Ich mache weiter, mit dem ich aufgehört habe, mit Nussknacker. Fangen wir an hier im Staatstheater in Stuttgart. Ich glaube, es hat nicht so viel mit Märchen zu tun, sondern es hat einfach mit einer Geschichte erzählen und Emotionen zu wecken und vielleicht auch zu träumen. Und dafür haben wir hier diesen Freiraum Theater, dass wir hier träumen können und vielleicht das, was nie passieren kann, Wirklichkeit werden zu lassen. Ah, mein Jubiläum! ja, wenn die Leute sagen, du bist jetzt 25 Jahre dabei, würde ich es eigentlich gar nicht glauben. Weil es fühlt sich so an, wie wenn das vor ein paar Jahren erst angefangen hätte. Und ich wünschte, ich könnte sagen, auf die nächsten 25 Jahre, die es, ja, keine Angst, nicht geben wird.
Am 1. Mai wird ein ganz besonderes Konzert dann übertragen, das Europakonzert von den Berliner Philharmonikern. Und das wird dann auch das erste Mal sein, dass ein großes europäisches Orchester nach Georgien kommt. Ein historischer Tag für mein Land. 25% unseres kleinen Landes ist ja immer noch besetzt von den russischen Truppen. Und wir leben natürlich in der Angst, weil wir eben so ein kleines Land sind. Wir sind noch nicht so ausgerüstet, dass wir uns auch schützen können. Die Berliner Philharmoniker nach Georgien zu bringen, ist auch ein Zeichen. Nicht nur auf der kulturellen Ebene, sondern auch auf der politischen Ebene zu sagen, wir, die Berliner Philharmoniker als das Orchester aus Deutschland unterstützt Georgien, dass Georgien auch ein Teil Europas wird. Was wir jetzt eigentlich mitbekommen in der heutigen Zeit, ist das Allerwichtigste, ist Frieden. Dafür hoffe ich auf 2024. Und wir aus der Kunst haben, glaube ich, die Verantwortung dafür, sowas zu helfen, dass wir alle etwas friedlicher werden. Immer. Immer gute Vorsätze. Optimistisch bleiben und ich glaube schon, dass die Kunst uns immer in den großen Krisensituationen gerettet hat und ich werde immer wieder dran glauben.